Schäferhundrüde Snow macht einfach, was er will und hört überhaupt nicht. Also der Snow zieht extrem und er ist natürlich schwer und groß und für mich sehr, sehr anstrengend. Und auch Terrierhündin Frieda macht Stress. Nur mit Halterin Madeline geht sie mit. Bei ihrem Freund Leon geht nichts mehr. Kindern und Tieren gegenüber zeigt sie sich wenig freundlich. Frieda liegt mir schon sehr am Herzen und dementsprechend das Verhalten von ihr ist schon sehr belastend teilweise. Ganz besondere Herausforderungen für Hundecoach Andreas Olischläger. Willkommen zu Hunde verstehen. Sein erster Fall führt ihn ins nur wenige Kilometer von seinem Revier entfernte Alsdorf. Jenny und ihr weißer Schäferhundrüde Snow haben ein Problem miteinander. Sobald es aus der Wohnung geht, hat Jenny keine Kontrolle mehr über ihren Hund. Egal ob mit oder ohne Leine. Ein spannender Fall. Jenny und ihr Snow. Die 35-jährige Tanz- und Fitnesstrainerin kann sich ein Leben ohne den 4-jährigen Schäferhund nicht mehr vorstellen. Und das, obwohl sie zuvor keinerlei Erfahrung mit Hunden hatte. Den Snow, den lieb ich über alles. Der bringt mich unheimlich runter. Und der spürt ja, wenn ich was hab, bevor ich es überhaupt weiß. Wenn es jedoch nach draußen geht, zieht und zerrt Snow. Und in Jennys Studio ist er nicht bereit, auf seinem Platz zu bleiben. Und macht es ihr fast unmöglich, konzentriert zu arbeiten. Mir ist das sehr, sehr wichtig, dass ich da jetzt im Alltag was verändern kann, damit ich den Snow einfach mit integrieren kann in mein Leben. Und dabei soll jetzt Andreas Olischläger helfen. Doch erst muss er herausfinden, wie die Probleme sich genau darstellen. Und der erste Kontakt mit Snow verläuft überraschend. Als ich in die Wohnung reingekommen bin, habe ich gedacht, wow, das ist aber vorbildlich. Der Hund lässt dich in Ruhe. Ich hätte gedacht, ich werde mal wieder stürmischer begrüßt. Warum hast du mich gerufen? Grundsätzlich ist der Snow, wenn ich mit ihm alleine bin hier zu Hause, der liebste Hund. Und wenn wir die Türe verlassen, die Haustür, ist es dann meistens eher so, dass er mit mir spazieren geht. Okay. Ich erkenne ihn dann gar nicht. Ne? Wenn ich ihn auch mit ins Studio nehme, was ja eigentlich ein Hauptziel von mir ist, dann bleibt er halt nicht auf einem Platz. Er läuft halt so, wie er Lust und Laune hat. Ne? Ob jetzt da Teilnehmer sind oder auch wenn ich alleine bin und Videos drehe, dann läuft er dann durchs Bild oder springt mich einfach mal an. Da gibt es so keinen Break irgendwann am Tag. Ich würde mir natürlich jetzt gerne mal die Dinge anschauen, die draußen beim Spaziergang nicht so gut laufen und eben auch im Studio, ob du da mal deine Übungen machen kannst, ohne dass der Snow dich die ganze Zeit belästigt. Das wäre toll. Schauen wir uns das an. Dann machen wir das. Alles klar, super. Okay, da komm. Und sobald Snow an der Leine ist, geht es ab und er übernimmt das Kommando. Zieht er dann immer so? Erstmal ja. Okay. Geh du mal, ich guck mir das mal an. Also. Snow zieht Jenny hinter sich her. Ein großes und anstrengendes Problem, das viele Hundehalter kennen. Hinzu kommt noch die spezielle Rollleine, die das Problem weiter verschärft. Diese Leinen sind äußerst gefährlich. Die Leine flutscht einmal aus der Hand in einer bestimmten Stresssituation oder so. Und der Hund haut ab und die Leine titscht hinterher. Das kann richtig in die Hose gehen. Du siehst ja, guck mal, was der für eine Kraft hat. Ne? Ja, ja. Und dann hast du hier so eine Leine. Ich würde in dem Fall jetzt, das mache ich aber jetzt nur mal für mich, ich werde mir diese Leine jetzt mal anders nehmen. Jetzt kommt bei mir der Moment rein, wo ich sage, jetzt gibt es hier die Grenze. Mhm. Ja, ich fange direkt mit ihm an. Merkst du, was er macht? Mhm. Ja, der weiß jetzt gar nicht, was los ist, ne? Der weiß, was los ist. Doch, das weiß der schon. Der weiß, dass ich nicht haben will, dass er mich überholt und dass er zieht. In dem Fall hier ist es ganz wichtig, wenn der Hund so einen Stress macht am Anfang schon und sagt, ich will jetzt laufen, ich will jetzt laufen, dass man selber in der Ruhe bleibt. Sich nicht auf die Energie des Hundes einlassen. Dann kann es auch ruhig schon mal ein bisschen schneller gehen. Ne? Aber dann, wenn der wieder zu stark zieht, musst du den wieder zurücknehmen. Mm. Du musst ihn immer wieder zurücknehmen. Du musst ihm die Grenze zeigen. Bei mir sind ja zwei Dinge ganz wichtig. Zum einen,
Grenzen einhalten und zum anderen Freiheiten geben. Ein Hund, der eingegrenzt wird, darf auch Freiheiten haben. Es kommt bei meinem Coaching nicht darauf an, dass man den Hund die ganze Zeit trainiert, maßregelt. Nein, der Hund soll ja seine Freiheiten ausleben können, aber entsprechend seinem respektvollen Verhalten dem Menschen gegenüber. Bitte schön. Dem eigenen Hund liebevoll, aber eindeutig Grenzen setzen. Das klappt nicht von jetzt auf gleich. Mit diesem Gedanken muss sich Jenny erst einmal anfreunden und ab jetzt lernen, ihr Verhalten zu ändern. Dieses ewige Tak, Tak, ja. und er macht ja auch, was er will. Ne? Ja. Er ist ja eigentlich derjenige, der bestimmt, wie schnell es geht und wie lange. Deswegen würde ich diese Leine, die zählt irgendwann nicht mehr zu deinem normalen Repertoire. Ja. Komm, Große. Und dann eine kurze. Eine kurze, ja. Also eine ganz normale Leine. Und erst dann soll an dieser Baustelle weitergearbeitet werden. Wir müssen abwarten, bis wir im Revier sind. Und dann mit einer vernünftigen Leine vernünftig arbeiten. Daher geht es zuerst ins Studio von Tanz- und Fitnesstrainerin Jenny. Hier unterrichtet sie zurzeit hauptsächlich online, gibt auf diese Weise auch viele Kurse für Kinder, wenn sie nicht wie meist von Snow davon abgehalten wird. Was würdest du jetzt hier machen? Also wenn ich jetzt alleine hier bin, ne, dann nehme ich mir dann mein Handy und mache dann, ich sag mal, Mitmachvideos, ne, okay, für die Kinder zu Hause. Ja. Und dann ist es normalerweise so, ne, dass der mir dann ständig dazwischen läuft. Aha, okay, da kommt er. Und jetzt willst du eigentlich haben, dass er auf der Decke bleibt. Jetzt soll der eigentlich auf der Decke bleiben. Ne? Also wenn ich das für die Kinder dann eine Pose mache, ja, dann möchte der am liebsten dann dazukommen und leckt mich dann schon mal ab. Okay, dann schick ihn jetzt mal, steh mal auf und schick ihn mal auf seine Decke. Geh zurück auf die Decke, Snow. Geh mal zurück auf deine Decke. Ab. Bring ihn zur Decke hin. Komm. Auf die Decke. Geh auf die Decke. Sprich nicht so viel mit ihm. Es gibt einfach viele, viele Hundehalter, die viel zu viel auf ihre Hunde einreden. Die reden und reden und erzählen viel, aber nichts kommt bei dem Hund an. Wichtig ist da, kurze, klare Signale zu setzen. Wenn er jetzt gleich, wenn du deine Übung machst, um die Ecke kommt, pop. Du machst nur pop. Mhm. Ohne dann, was zu sagen. Ohne sagen. Mhm. Der muss darauf reagieren. Da kommt er. Geh nochmal einen Schritt auf ihn zu. Und dann schickst du ihn wieder so. Bom, bestimmend, klar. Geh wieder einen Schritt auf ihn zu und bring ihn zur Decke. Nein. Nein, nein. Nein, hierhin. Auf die Decke. Bleib cool und ruhig. Nein, er soll auf die Decke. Nein, gehen. Nein, auf die Decke. Brauchst du Hilfe? Ja? Dann gehst du hin, nimmst ihn mit. Komm, wir gehen. Und gehst wieder zur Decke hin und führst ihn jetzt freundlich zur Decke. Freundlich. Decker. Freundlich, aber Decker. Konsequent. Auf die Decke. Nein, stopp. Auf die Decke. Und Platz. Super. Ja, fein. Super, nicht anfassen. Super. Und so wie du es eben zum Schluss gemacht hast, war super. Genau das ist deine Übung. Üb das. Draußen beim Spaziergang bitte eine normale kurze Leine und mit ihm auch mal ein bisschen Spaß haben beim Spaziergang. Wir sehen uns in 2 Wochen bei mir im Revier für Hunde. Ja, da freue ich mich drauf. Wenn du mich noch rausbringst, ja, freue ich mich. Alles klar. Bis zu diesem nächsten Termin gibt es für Jenny noch einiges zu tun. Das Revier für Hunde in Eschweiler bei Aachen. Eine Begegnungsstätte für Mensch und Tier. Andreas wird hier das Coaching fortsetzen und Snow auf viele fremde Hunde treffen. Wird er mit dieser völlig neuen Situation klarkommen? Zuerst aber zur zweiten Geschichte. Und die führt den Hundecoach in den Nordosten Nordrhein-Westfalens, nach Willebad Dessen, einer Kleinstadt bei Paderborn. Madeline und Leon haben ein Problem mit ihrer Hündin Frieda. Die Mini-Yorkshire-Dame hat Schwierigkeiten mit Kindern. Und auch sonst noch einige Probleme. Was da los ist, schaue ich mir jetzt mal an. Das ist Frieda. Wenn sich Halterin Madeline und Freund Leon zu nahe kommen, geht sie dazwischen. Aber das ist längst nicht alles.
Also das größte Problem mit Frieda ist eigentlich, dass sie Kindern gegenüber sehr aggressiv reagiert, vor allem wenn Kinder schnelle Bewegungen machen. Das passt ihr gar nicht in den Kram. Wenn wir dann zu zweit Gassi gehen, dann kann ich sie gar nicht an der Leine führen, weil sie dann so auf Madeline fixiert ist, dass das Gassigehen dann einfach auch nicht möglich ist. Vor 2 Jahren zog Frieda als Welpe bei Sozialarbeiterin Madeline und Erzieher Leon ein. Frieda stammt aus dem Wurf der Hündin einer Freundin. Sie ist für beide der erste Hund. Frieda liegt mir schon sehr am Herzen, dadurch, dass ich eigentlich nicht vorhatte, mir einen Hund zuzulegen und sie quasi spontan kennenlernen durfte. Und da war das wie Liebe auf den ersten Blick. Ich muss sagen, am Anfang, da ist bei mir nicht direkt der Funke übergesprungen wie bei Madeline, aber ich habe sie doch schon lieben gelernt. Andreas Ole Schläger hofft, dass er den jungen Hundeanfängern helfen kann. Beim Betreten der Wohnung ignoriert er Frieda ganz bewusst. Seine Aufmerksamkeit gehört jetzt erstmal Madeline und Leon. Schieß mal los. Was habt ihr für Probleme? Also das größte Problem, was sich mit Frieda geäußert hat, ist, dass sie auf einmal sehr aggressiv gegenüber Kindern wurde. Ja. Das hat, glaube ich, so, weiß ich nicht, Ende letzten Jahres angefangen. Und sie ist auch super anhänglich, was mich angeht. Also ich bin, weiß ich nicht, immer im Fokus bei ihr. Wenn ich hier sitze, dann so wie jetzt immer im Körperkontakt. Das okay. ist wie ein Hinterherlaufen. Als sie zu euch kam, wie alt war sie da? 10 Wochen ungefähr. 10 Wochen. Mhm. Wie war das für dich? Ja, eine große Umstellung. Ich habe vorher nie einen Hund gehabt. Das ist der erste Hund. Ja, das war für mich wie so ein kleines Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer auf der Suche sofort nach den möglichen Ursachen. Also die Symptome sind ja eine Sache, aber mich interessieren immer die Ursachen. Wo kommt das eigentlich her? Und wisst ihr, wo das anfängt? Das fängt immer bei den Menschen an. Und in diesem Fall fängt es wahrscheinlich bei Madeline an. Ich habe vor 6 Jahren circa meine Mama ganz plötzlich verloren. Die hatte ein Aneurysma, also ihr ist eine Ader am Kopf geplatzt. Wie alt war deine Mama? 33. Wir haben immer so gegenseitig aufeinander aufgepasst irgendwie. Und dadurch, dass sie dann nicht mehr da war, hat das irgendwie gefehlt. Ich glaube, das projiziere ich viel. Natürlich. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch normal. Ja. Das ist ja auch in Ordnung. Weil du hast verloren. Ja. Die Frage ist nur, bist du so weit, dass du loslassen kannst? Doch. Also es gab eine Phase, wo ich das wirklich immer süß fand, wenn sie angekommen ist und ich mich für sie irgendwie wichtig gefühlt habe. Das, ja, hat mich, das hat mir gefallen natürlich, dass da jemand ist, der mich irgendwo braucht, wie so ein kleines Helfersyndrom. Aber mittlerweile ist es wirklich störend geworden. Und zwar so sehr, dass nun ein Coach gefragt ist. Zuerst hat Madeline die kleine Frieda an der Leine. Alles wirkt entspannt und unauffällig. Doch dann ändert Andreas die Situation. So, ihr habt mir ja gesagt, dass sie gerne mit dir geht. Mhm. Aber nicht mit dir. Hm. Willst du sie mal nehmen? Ja, kann ich machen. Okay, dann geh du mal vor. Ja. Und du gehst auch mit. Geh mal einfach weiter. Geh mal, geh mal, geh mal. Geh mal weiter. Stopp. Mal stehen. So, jetzt kannst du weitergehen. Aber jetzt haben wir quasi dieses Problem, dass wenn sie stehen bleiben würde, ja, dass sie dann nicht mehr weitergehen wird. Ja, das ist auch kein Wunder, weil du hast sie auch wieder die ganze Zeit im Visier. Ne? Mhm. Du bist wieder emotional total mit ihr verbunden. Ja. Frieda hat keine Lust überhaupt auf Leon, weder mit ihm spazieren zu gehen, noch mit ihm Kontakt aufzunehmen. Also der Grund dafür kann darin liegen, dass der Leon doch sehr statisch mit Frieda umgeht. Also das, was er zu wenig macht, macht Madeline viel zu viel. Die kümmert sich viel zu viel und Leon ist eigentlich so, ja, sehr desinteressiert. Also es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, ne? Und sie möchte nur bei dir sein. Mhm. Wenn wir uns wünschen, dass der Hund sein Verhalten ändert, musst du dein Verhalten ändern. Ja. Bereits vor dem Spaziergang hat Madeline ihre Tante mit deren Kindern auf einen Spielplatz gebeten. Frieda reagiert oft aggressiv auf ihre kleinen Cousinen. Jetzt wollen Leon und Madeline es gemeinsam mit dem Hundecoach versuchen. Immer wenn wir in Kontakt mit Kindern sind, dann bellt die sie schon an, springt am Bein hoch. Die Kinder rennen auf Frieda zu. Hi! Super! Doch nichts passiert.
Das hat mich sehr gefreut, dass das in der Situation so glimpflich, sage ich jetzt mal, abgelaufen ist. Das hat mich schon überrascht. Und zwischendurch macht er wieder ein Päuschen und nimmt er die Hand mal weg. Du kannst sie anfassen, fass sie an, weil jetzt kommt sie zu dir und ich möchte haben, dass sie zu dir mehr Beziehung aufbaut als zu dir. Zu dir hat sie eh schon so eine enge Beziehung. Ich möchte ja haben, dass sie eben zu deinen Cousinen und eben zu Leon auch viel mehr näher aufbaut. Und das ist jetzt gut, das kann man dann auch so machen. Soll ich sie denn jetzt auch streicheln, wenn sie jetzt... Wenn sie den Kontakt zu dir sucht, ja, aber zwing sie nicht dazu. Der Kontakt ist ja jetzt nicht da. Nee, der Kontakt ist jetzt nicht da, aber du kannst ja natürlich den Kontakt auch holen. Du müsstest sie häufiger füttern, du müsstest auch mit ihr alleine spazieren gehen. Du darfst ein bisschen mehr die Führung da übernehmen, ne? Das ist ganz wichtig. Sollen wir mal eine Runde spazieren gehen? Sollen wir Papa und Mama auch mitnehmen? Die warten schon. Komm, gehen wir zusammen. Als wir dann mit den Kindern unterwegs waren, auf dem Weg auch über den Spielplatz, habe ich gemerkt, boah, Madeline und Leon entspannen sich. Und Frieda war auch besser drauf. Ich habe es daran festgemacht, dass ich glaube, dass die Kinder uns abgeholt haben. Die Kinder haben uns genau dahin geführt, wo wir Erwachsenen viel zu selten sind. Nämlich einfach im Hier und Jetzt und einfach mal loslassen. Und die Kinder waren unsere besten Lehrer. Wenn du dir schon einen Kopf machst, wenn du hier stehen würdest, und die Kids sind hier so in Action, und du dir schon zu viel im Kopf machst, ob Frieda jetzt damit ein Problem hat, dann wird sie irgendwann damit ein Problem haben. Ja. Ich meine, das ist das Normalste der Welt. Ne? Ja, die Kids haben Spaß. Ja. Am besten ist sowas noch mit Spaß. Ja. Ich konnte das Strahlen in den Augen bei Madeleine sehen. Sie hatte Bock zu rutschen. Und das hat sie dann auch getan. Sie hat einfach auch alles mal über Bord geschmissen, dieses ganze Kontrollieren, hat dann auch in dem Moment die Frieda vergessen, hat Leon vergessen und war nur bei sich und war mit den Kindern zusammen in diesem Fluss des, ja, ich rutsche jetzt einfach mal. Super, ich bin jetzt gerade jetzt in diesem Moment glücklich. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich glaube, das ist schon 300 Jahre her, dass ich gerutscht bin. Die Situation mit der Rutsche war wirklich befreiend, muss ich sagen. Nachdem ich gesehen habe, wie gut Frieda doch auf Kinder reagieren kann, wenn die Situation passt, das ist für mich schon so das größte Ziel, was hätte passieren können. Und dementsprechend, genau, habe ich mich da sehr gelöst gefühlt an der Situation mit der Rutsche. Madeline, Leon und Andreas kommen zu einem Wildgehege. Wird Frieda mit Tieren ähnlich entspannt umgehen wie zuvor mit den Kindern? Hi, na, Großer. Ja, komm mal her. Guck, ich bin hier unten. Direkt unterbrechen. Willst du nicht. Gar nicht reden. Psst. Wenn die so ein Verhalten zeigt wie gerade, machst du nur so einen kurzen Stupser, pop, mehr nicht. Was mir jetzt heute aufgefallen ist, wie viel einfach auch beim Hund über Körpersprache läuft. Das habe ich einfach in der Vergangenheit wenig bis gar nicht beachtet. Und jetzt hat Andreas uns ja gute Tipps gegeben, wie man da sich dem Hund gegenüber verhalten kann. Und da bin ich auch richtig optimistisch, dass wir das in Zukunft dann mit seiner Hilfe noch hinkriegen können. Ein erlebnisreicher Tag geht zu Ende. Doch für Madeline und Leon geht das Üben jetzt erst richtig los. Die Aufgaben, die ich euch mitgebe, sind: erstens, versucht bitte einfach mehr Situationen zu suchen, wo Stimmung ist, wo einfach was los ist. Entfernt euch nicht aus den Situationen, sondern sucht sie. Versuchst du ein bisschen deine Mütterlichkeit rauszunehmen und du versuchst ein bisschen weicher zu werden. Und wir sehen uns dann in 4 Wochen bei mir im Revier für Hunde. Wir freuen uns. Ich freue mich auch auf euch. Macht's gut. Bis dahin eine gute Zeit. Bleibt in der guten Laune. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Wie wird Frieda im Revier reagieren, wenn sie ganz vielen fremden Hunden begegnet? Jenny unterwegs zum Hundecoach. Gemeinsam mit Schäferhund Snow. Und einer neuen Hundeleine. Eine Woche zuvor, als Andreas sie daheim besuchte, ging sie nur mit Rollleine spazieren. In den Augen des Coaches völlig ungeeignet für so ein großes Tier. Klappt es jetzt besser? Es ist nach wie vor extrem stressig, also wenn nicht sogar noch stressiger, weil er ja jetzt gar nicht so viel Platz hat zum Laufen, reißt er mich von rechts nach links und ich bin nach dem Spazierengehen echt nass geschwitzt. Und?
Wie ist es gelaufen? Jetzt hast du ja eine neue Leine, hast jetzt auch einen neuen Hund. Ich meine, du siehst es ja, ne? Das ist ja kein entspannter Spaziergang. Ne? Mhm. Wenn man jetzt sagen würde, ach, ich habe jetzt einfach eine neue Leine und ich habe jetzt dreimal gesagt bei Fuß und der Hund läuft super, das wäre Zauberei und das ist nicht wirklich realistisch. Ne? Nach ein paar Metern konnte ich erkennen, Jenny zieht die ganze Zeit an der Leine und Snow zieht auf der anderen Seite. Da hatte sich nicht viel getan. Es sind zwei gravierende Sachen. Auf der einen Seite glaube ich, der Hund ist nicht ausgelastet. Mhm. Der ist körperlich nicht ausgelastet. Okay. Der zweite Punkt ist, dass er dich eben nicht wirklich respektiert und deswegen auch immer die Führung übernimmt. Ja. Und an den zwei Dingen müssen wir arbeiten. Ja. Und wie das aussehen soll, will Andreas jetzt bei einem Waldspaziergang üben. Pass auf, folgendes. Grenz ihn ein, dass er weiß, hier ist jetzt Feierabend. Ja. Wenn er dann akzeptiert hat, dass diese Pause hier eingeläutet ist, das hat er ja jetzt, das ist ja schon mal der erste Schritt, dass du stehen bleibst. Also in dem Fall jetzt ich. Das sieht schön aus. Pass auf, ich gehe einen Meter vor, grenze sofort wieder ein und bleibe stehen. Okay, dann wieder zurück. Einen Schritt gehen. Jetzt hat er kapiert. Jetzt hat er schon kapiert, wo der Hase hüpft. Ja. Du machst das jetzt alleine. Ja. Ich stelle mich jetzt dahin, wo du da gestanden hast. Du sollst nicht mit ihm reden. Ach so. Schön ruhig bleiben, locker bleiben. Ein Schritt gehen, ein Schritt. Sehr schön, sehr schön. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Wieder zurück, zurück. Oh, der diskutiert. An dieser Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht aus der Reserve locken lässt. Der Hund versucht immer wieder, die Führung zu übernehmen. Der Hund versucht immer wieder, Tempo und Richtung anzugeben. Bitte nicht auf die Energie des Hundes einlassen. Nicht ungeduldig werden, nicht wütend werden, nicht streng werden. Konsequent bleiben. Leichter gesagt als getan. Stopp! Nee, nee, nee. Also. Pass auf, ich mach mal so, wie du machst und ich zeig dir mal so, wie das machen sollst. Mhm. Du musst pom. Mhm. Und dann wieder hopp, stehen bleiben. Das kam so ein bisschen wie in Zeitlupe. So. Stopp. Es ist besser, wenn man zeigt, stopp, die Ampel ist rot. Ein Schritt gehen, ein Schritt. Stehen bleiben und eingrenzen. Wieder eingrenzen. Soll ich sagen, nicht zurück? Nein, nicht zurück. Brauchst du nichts zu sagen. Sei nicht ungeduldig. Merkst du, was er macht? Der bettelt mich jetzt an. Der bettelt dich an und der sagt zu dir, wenn du versuchst, mich zu erziehen oder mit mir eine Beziehung aufzubauen, hast ein Problem, Fräulein. Weil ich eher entscheide. So gedacht, ich entscheide, ob wir weitergehen oder nicht und nicht du. Es scheitert an meiner Körpersprache und ich komme einfach nicht durch. Versuch dann mit gut reden und das wieder irgendwo in eine richtige Spur zu bringen. Ist aber ja eindeutig der falsche Weg. Damit Jenny und Snow auf den richtigen Weg kommen, geht's auf eine große Wiese. Nun will der Coach testen, wie Snow auf einen anderen Hund reagiert. Er hat seine Mitarbeiterin, die ebenfalls Jenny heißt, gebeten, ihnen mit Hündin Lenita auf die Wiese zu folgen. Wie werden Jenny und Snow mit dieser Situation umgehen? Stopp, hi Jenny, bleib mal stehen, warte mal kurz. Super, super, das macht er ja schon mal. Geht's, oder soll ich dir helfen? Kann ich ihn ranlassen? Langsam aber wohl. Am besten ist natürlich, du machst genau das, was du eben auch gemacht hast, nämlich, dass du zuerst dahin gehst. Und dann dein Hund. Also angemessen ist so. Ich habe die Führung, sitzen. Ich bin hier, der Hund ist da, der Hund wartet. Wenn ich den Hund einlade, darf der auch gerne mal gucken kommen. Und wenn ich dann sage, er soll wieder Pause machen und warten, soll er warten. Lenita wartet angemessen, er wartet angemessen. Ich bin begeistert. So läuft eine Begrüßung und nicht so. Ja. Hallo Jenny. Hier, dein Hund, bitteschön. Der erste Schritt zur Besserung liegt bei mir. Ich muss ganz viel an meiner Körperhaltung, an dem ändern, wie ich mit dem Snow spreche, damit er überhaupt mal Respekt vor mir bekommt. Ich glaube, das ist ein Prozess, den ich nicht von jetzt auf gleich umstellen kann, aber ich
will da ganz stark dran arbeiten, damit ich das schnellstmöglich erreiche. Und sitz. Sitz. Bleib. Hallo. So, sieht das gut aus. Das gefällt mir. Wenn du konsequent bist, wird er dir folgen. Ja. Das ist eure Übung. Eine eure Übung. Mhm. So, und jetzt hatten wir ja gerade hier eine Begegnung mit einem Hund, nämlich mit der Lenita, bei einem Spaziergang. Aber jetzt gehen wir ins Revier für Hunde, weil da sind noch ein paar Hunde mehr. Und da würde ich mal gerne sehen, wie reagiert der Snow auf andere Hunde. Okay. Gehen wir? Machen wir. Super, kommt. Als der Andreas sagte, wir treffen jetzt auf viele Hunde, nicht nur auf einen, da ging mir schon ein bisschen die Pumpe. Wieder purer Stress für mich, weil ich das überhaupt nicht einschätzen konnte, wie der Snow auf die Hunde reagieren wird. Doch der Coach möchte etwas ganz Bestimmtes bei Snow herausfinden. Wie ist Snow, wenn er mal von der Leine losgelassen wird? Ist er distanzlos? Ist er respektlos? Ist er eher ängstlich? Ist er der Macho? Ich hätte gerne die Juna. Wie wird Snow reagieren? Er hat sie erstmal verbellt. Jetzt hätte ich ja sagen können, oh, ich glaube, der Hund ist gefährlich. Der Snow, der will da bestimmt irgendwas tun. Wenn man die Hundesprache nicht kennt, könnte man das auch so deuten. Er ist ein unsicherer Hund. Und ich tue ihm etwas Gutes, wenn er heute ausreichend Kontakt zu Hunden bekommt. Schnell zeigt sich, in der direkten Begegnung verhält er sich eher zurückhaltend. Der Snow bekommt ja dann in dem Moment, wo mehrere Hunde auf ihn zukommen, in so einem relativ kleinen Bereich unmissverständlich klargemacht, wo sind die Freiheiten, wo sind die Grenzen. Und die Hunde kommunizieren deutlich miteinander. Da gab es definitiv schon einen Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, von den Hunden kann man eine Menge lernen. Die regeln das quasi wie von selbst. Und deshalb nimmt Andreas die beiden jetzt mit auf die große Wiese des Reviers. Und Jenny erlebt einen ganz anderen Hund. Snow, der noch nie in Kontakt mit so vielen Hunden war, blüht dabei richtig auf. Das war für mich heute ein großer Aha-Moment, so das Gesamte, was passiert ist. Einfach auch das Beobachten hat mir schon sehr, sehr viel gegeben und gezeigt. Und dass das vielleicht dann sogar befreiend für ihn war. Ein für Jenny sehr erkenntnisreicher Tag geht zu Ende. Bis zum nächsten Treffen gibt Andreas ihr noch Aufgaben mit auf den Weg. Zum einen beim Spazierengehen wirklich immer wieder die Grenzen aufzeigst und denk immer daran, das braucht seine Zeit. Das ist eine Entwicklung, das ist ein Prozess. Ich werde üben und gebe mein Bestes. Super. Und dann hoffe ich, dass ich dir beim nächsten Mal schon die Erfolge zeigen kann. Klasse, toll. Alles klar. Komm, wir gehen. Auch Madeline und Leon sind nun auf dem Weg zum Hundecoach. Ihr Problem? Leon fehlt der Bezug zu Frieda, sodass die kleine Hündin partout nicht bei ihm an der Leine laufen will und viel zu sehr auf Madeline fixiert ist. Spaziergänge mit Frieda und Loslassen lernen, das waren die Aufgaben für die beiden. Waren sie erfolgreich? Frieda geht jetzt bei mir an der Leine viel, viel besser als am Anfang. Das haben wir auch versucht zu üben, auch mal mit Madeline zusammengegangen. Sie auch mal lernt, bei mir an der Leine zu gehen. Und das klappt mittlerweile ganz gut. Zum Thema Loslassen, also es gab mal gute und mal schlechte Tage, je nachdem, in was für einer Verfassung man selber auch ist. Aber ich habe so gut wie möglich versucht, sie ein bisschen hinten dran zu stellen. Doch bevor das Coaching richtig losgeht, erst mal eine Bestandsaufnahme. Wie klappt es? Ja, doch ganz gut. Ein paar Fortschritte haben wir auf jeden Fall schon feststellen können. Ja. Noch nicht ganz perfekt, aber genau. Schon auf einem guten Weg. Super. Ich würde mal gerne sehen, ob die Frieda mit dem Leon spazieren geht. Na, dann machen wir das doch. Ja, mhm. Also einmal bitte Leon übernehmen und wir gehen zusammen mal die Straße runter. Sieht man schon wieder, jetzt ist sie wieder ja, bei dir. Aber geh da gar nicht rein. Das war schon lockerer, also Frieda ging schon bereitwilliger auch mit. Die Tendenz war immer noch ein bisschen mehr zu Madeline, aber langsam wird's besser. Bist noch nicht so ganz zufrieden, ne? Du guckst sie noch so skeptisch an, so,
ob sie mich wirklich lieb hat. Ich habe zwar die Leine in der Hand, ja, aber sie geht immer. Sie ist bei ja, Madeleine. Aber wir sind ja auch erst ein paar Wochen dran. Ja. Ne? So, also das braucht alles so seine Zeit. Gut, ja, dann gehen wir mal ins Revier für Hunde. Mhm. Und jetzt hat der Coach mit dem jungen Paar etwas Überraschendes vor. Ihr werdet jetzt getrennt. Du, Leon, gehst mit der Frieda mit mir und die Madeleine wird jetzt von der Jenny abgeholt. Okay. Und dann sehen wir uns nachher alle drei wieder. Okay. Der Leon soll ein bisschen besser lernen, wie die Frieda so tickt. Ist sie jetzt zickig? Ist sie verträglich? Wie kann er sich verhalten? Was kann er zulassen? Und deswegen wollte ich haben, dass die beiden diesen Moment mit den Hunden alleine ohne Madeleine erleben. Sitzt du gut? Ja, gemütlich. Ja? Ja. Wie fühlst du dich? Ein bisschen nervös. Bist du nervös? Ja. Warum? Weil ich nicht weiß, was jetzt auf mich zukommt. Würdest du es gerne wissen oder willst du dich überraschen lassen? Ich bin Fan von Überraschungen tatsächlich. Okay, wunderbar. Andreas bittet Leon nun, Frieda abzuleinen. Dann funkt er eine Mitarbeiterin an, einen Hund ins Gehege zu lassen. Da kommt er schon. Guck mal, Frieda. Lassen, lassen, lassen. Wunderbar. Lassen, lassen. Lassen. Lucky. Da muss der Lucky sich erst mal schütteln. Weil er denkt auch, was will dieser Flo denn von mir? Sehr interessant. Sie will sich den Lucky ja vom Hals halten, weil sie hat schlichtweg einfach Angst. Angst erkenne ich daran, dass der Hund so Scheinangriffe auch immer wieder macht und nach vorne geht. Also es gibt so ein offensives Bellen und nach vorne gehen, so dieses Tack, 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 Tack. Oder es gibt eben dieses defensive Bellen und der Hund geht zurück, aber macht wieder einen kurzen Scheinangriff und geht wieder zurück. Und dann kann man an der Körpersprache deutlich erkennen, ja, der Hund ist unsicher, der hat Angst, der hat einfach viel zu wenig Begegnungen mit Artgenossen. Begegnungen mit ganz vielen Hunden stehen jetzt auch bei Madeleine auf dem Programm. Das ist der Marc. Hi. Und die Angie. Hallo. Wir arbeiten hier in der Hundetagesstätte und kümmern sich um unsere Gäste. Mhm. Wie geht's dir? Ja, aufregend. Aufregend? Ja, zwischen so vielen Hunden stand ich auch noch nicht. Und wie fühlt sich das an? Also so gemischte Gefühle gerade. Es ist schön, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ja, auch ein bisschen angespannt bin ich. Tief durchatmen. Ja. Das hilft immer. Wenn dich ein Hund bedrängt, darfst du auch gerne sagen, gib mir ein bisschen mehr Raum. Ja. Beim Coaching nebenan fällt Andreas auf, dass nun auch Leon der kleinen Hündin viel zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Tust du mir einen Riesengefallen? Versuchst du bitte, damit aufzuhören, die zu sehen, als wäre es ein Embryo, noch nicht mal ein Säugling, das ist wie ein Embryo. Ich gebe mir Mühe. Super, danke. Dann hört ihr auch auf, hier die ganze Zeit so einen Stress zu machen. Die versucht, andere Hunde anzugreifen. Geht's noch? Hier in dem Fall war es jetzt ganz, ganz wichtig, dass Frieda aus dieser Position rauskommt. Oh, ich muss hier alles kontrollieren, aber habe totale Angst. Erst mit Geduld, aber dann eben auch ganz klar den Hund mit bestimmten Situationen zu konfrontieren. Und seinem Besitzer klar machen, es ist ein Hund. Es ist kein Baby. Frieda kann das alles, wenn man ihr den Raum dafür gibt. Es ist an der Zeit, Leon und Madeleine wieder zu vereinen. Und Frieda noch mehr Hundekontakte zu ermöglichen. Ein aufregendes Erlebnis. Was los? Wahnsinn. Wahnsinn? Ja. Gut? Ja. So, wenn jetzt, pass auf, wenn jetzt die Hunde zu aufdringlich werden, dann schickst du die weg. Du schiebst die weg. Du bist jetzt hier präsent. Du übernimmst jetzt hier die Führung. Also, bitteschön. Jawohl, super. Und jetzt können wir wieder ein Stück gehen. Doch es gilt nicht nur, die Führung gegenüber den anderen Hunden zu übernehmen. Auch Frieda braucht klare Grenzen. Du merkst, was sie will. Ne? Sie will immer wieder auf den Schoß, sie will immer wieder der Mittelpunkt sein. Ja.
Aber ich möchte halt haben, dass ihr auch andere Hunde anfassen könnt und dass ihr auch Kontakt zu anderen Hunden aufnehmt. Ja. Weil das geht nicht, dass die alles bestimmt. Ja. Es ist noch einiges zu tun. Daher gibt es zum Schluss noch ein paar Aufgaben für zu Hause. Sucht weiterhin Kontakte zu Hunden. Mhm. Leon, tu mir bitte einen Gefallen. Gehe aufrecht. Sei konsequent und seid auch vor allen Dingen mit ihr konsequent. Sowohl sehr liebevoll, aber eben auch mit klaren Grenzen setzen. Mhm. Mal schmusen, mal nicht schmusen. Mhm. Wenn du spazieren gehen willst, geh spazieren. Seid klar im Umgang mit eurer windigen Frieda. Mhm. Wir sehen uns in einigen Wochen bei euch zu Hause. Ja. Freue ich mich. Wir uns auch. Ja, kommt, wir gehen. Andreas Oli Schläger ist wieder in Alsdorf, wo der Schäferhund Snow bei seinem ersten Besuch wild an der Leine zog. Und im Tanz- und Fitnessstudio seiner Halterin Jenny wollte er partout nicht auf seiner Decke bleiben. Im Revier für Hunde gab der Coach Jenny vor 2 Wochen einige Tipps. Hat die Situation sich inzwischen verbessert? Sitz. 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 Super. Sehr schön. Bleib. Hi. Hi. Es sieht schon deutlich besser aus. Es wird auch besser. Oh, ich bin so happy. Du bist ruhiger. Du bist souveräner. Du bist cooler. Auch wenn man manchmal nur kleine Schritte macht, aber die haben oftmals eine große Wirkung. Und dass er so sitzen bleibt und dass wir uns so unterhalten können, ist ein Riesenfortschritt. Ja, auf jeden Fall. Klasse, ganz, ganz toll. Super. Da kommt ein Hund. Cool. Ja, nehmen wir den doch einfach direkt mit, oder? Willst du ihn in den Sitz bringen oder willst du an ihm vorbeigehen, so wie du magst? Willst du ein bisschen mehr Abstand nehmen? Sitz. Sitz. Bleib. Super. Ich bleib einfach mal hier stehen, ja? Dann lenkst du ihn mal kurz ab, ne? Machst du einfach. So ist das sein. Super, super, toll. Der hat nicht gezogen, der hat nicht gebellt, der hat nicht gefiebt, der hat gar nichts gemacht. Der ist einfach nur ruhig geblieben. Aber Jenny ist auch ruhig geblieben und daran lag's. Ich bin auch stolz auf Snow. Aber hey, hör mal, das ist total cool. Ja, ich meine, er lernt echt recht schnell. Vor allen Dingen, wie ruhig der bleibt. Sowas macht mich echt glücklich. Ja. Weil das ist ein so guter Fortschritt in so kurzer Zeit. Und das liegt nicht an ihm. Das liegt an dir, weil du sendest aus und er empfängt. Mm. Das Lob von dem Andreas hat mich natürlich bestärkt und motiviert, auch genauso weiterzumachen. Da ich grundsätzlich, sag ich mal, ein ungeduldiger Mensch bin, hat mich das auch beruhigt zu hören, dass man einfach auch Zeit und Geduld braucht und dass das alles so seinen richtigen Weg gerade geht. Jenny hat nicht nur ihr Verhalten geändert, sondern Snow auch mit langen Spaziergängen mehr ausgelastet. Snow an der Leine, das kann sich sehen lassen. Schenk mir ein Lächeln. Ich bin auch ganz neugierig, wie ist es eigentlich im Studio? Also als wir jetzt geübt haben, da war ich natürlich alleine, aber da hat das erstaunlich gut geklappt. Die Situation, die würde ich mir jetzt gerne mal anschauen. Sollte sich Snows Verhalten tatsächlich auch im Studio verbessert haben? Bleibt er jetzt wirklich auf seiner Decke und kann Jenny endlich störungsfrei arbeiten? Komm, mach Sitz. Sitz. Ach, du bist direkt schon von Anfang an so konsequent, wenn du hier reinkommst, dass du sagst... Ja, jetzt soll er auf die Decke. Okay, dann. Auf die Decke. Ja, fein. Cool. Gut, und wir können jetzt reingehen und er bleibt liegen. Tatsächlich. Selbst als Jenny und Andreas den Tanzraum betreten und sich dort unterhalten, steht Snow nicht auf. Er bleibt brav an seinem Platz. Das war vor wenigen Wochen noch vollkommen unvorstellbar. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell so gut klappt. Das ist echt der Hammer. Und weißt du, an wem es liegt? An mir wahrscheinlich. Nee, ohne wahrscheinlich. Ohne wahrscheinlich. Es liegt definitiv an dir. Und deine Energie überträgt sich auf deinen Hund. Und so cool, wie du heute im Feld warst, so souverän, wie du bei der Hundebegegnung warst, so wirkst du eigentlich die ganze Zeit jetzt schon auf mich. Und das ist ausschlaggebend dafür, dass dein Hund sich so benimmt. Ich bin total stolz auf dich und ich bin auch total stolz auf Snow und ich bin stolz auf euch, dass ihr so tolle Fortschritte macht, weil das macht mich richtig glücklich. Super. Ich freue mich auch. Für mich war es das jetzt erstmal hier. Ich bin immer noch total baff,
dass du so schnell so tolle Fortschritte gemacht hast. Super, Jenny. Weiter so. Ja. Danke dir für deine Mitarbeit und die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ein positiver Abschluss für den Coach und ein großer Erfolg für Jenny und ihren Snow. Der Coach ist wieder zurück in Willebadessen, im Nordosten Nordrhein-Westfalens, bei Madeleine und Leon. Die kleine Frieda wollte nicht mit Leon spazieren gehen, außerdem machte sie Stress mit anderen Tieren und mit Kindern. Nun möchte Andreas wissen, ob die Situation sich verbessert hat und ob die beiden Hundeanfänger das Gelernte erfolgreich umsetzen konnten. Na, Zwergnase, wie geht's? Gut? Und wieder runter auf den Boden der Tatsachen. Wie läuft es? Ich fange mal an mit dem größten Problem, was ich und Frieda hatten. Das war ja das Gassigehen. Und es läuft zurzeit richtig gut. Mag sie dich mehr als vorher? Ich habe zumindest versucht, diese engere Beziehung aufzubauen. Also immer mal auch von mir aus zu sagen, hey, jetzt kannst du zu mir kommen, dann können wir auch mal, dann streichle ich dich. Mhm. Wie ist es mit Besuch? Ja, ich finde das immer mit Besuch schwierig, weil die, denen das klar zu machen, wie man sich jetzt dem Hund gegenüber verhält. Okay. Ja, das ist schwierig. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich euch zum ersten Mal besucht. Das heißt, ich erwarte hier keine Wunder. Deswegen... Ja. Geduld. Aber vielleicht gibt es doch ein kleines Wunder. Nun möchte Andreas sehen, was sich tatsächlich verändert hat. Die läuft aber schön mit. Ja. Bei dir. Ja, bei mir. Und bei dir? Mittlerweile. Nimm du sie mal. Auch ganz gut. Super. Ja. Und siehe da, brav läuft Frieda auch bei Leon an der Leine. Im Gegensatz zu vor 8 Wochen. Fortschritt. Auf jeden Fall hatte Frieda schon mehr Nähe und Vertrauen zu Leon aufgebaut. Das hat mich riesig gefreut. Doch dann, im inzwischen strömenden Regen, nähert sich eine Gruppe mit Kindern und einem Hund. Und Leon verfällt sofort wieder in alte Verhaltensmuster. Du guckst zu viel. Du bist zu viel damit beschäftigt. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Und das Gleiche gilt auch für Frieda. Hey! Hey! Frieda, hey! Also hier ist es ganz wichtig, dass das Timing stimmt. Da bist du zu langsam. Mhm. Und dann hat sie sich schon hochgeschaukelt. Und dann ziehst du, für meine Begriffe, ziehst du zu kräftig an der Leine. Mhm. Und du bist dann einfach zu streng. Also ihr Lieben, ihr habt schon Fortschritte gemacht. Das, was ich mir natürlich heute anschauen durfte, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Was ich super finde, ist das, was ja auch euer Problem war, nämlich, dass die Frieda zu dir gar keinen Kontakt haben wollte, auch beim Spaziergang. Super. Also dafür gibt es ganz klar von mir 10 Punkte. An der Führung, wenn andere Hunde kommen, konnte man gerade auch sehen, könnt ihr noch ein bisschen arbeiten. Ne? Nicht zu streng sein, auch nicht so aggressiv, aber klar und deutlich. Und dann klappt das schon. Ich bin da ganz positiv gestimmt, vor allem als Andreas noch mal darauf hingewiesen hat, dass das Gassigehen zwischen Frieda und Leon viel, viel besser geworden ist. Das gibt einem dann doch Motivation, dass man weitermachen möchte und noch mehr verändern kann. Klar, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Das ist wahrscheinlich auch noch ein weiter und langer Weg. Aber ja, durch dieses Treffen wieder mit Andreas ist die Motivation umso größer geworden. Wenn ihr mich braucht, meldet euch. Aber erstmal geht er jetzt ein Stück alleine den Weg. Ja. Gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Madeleine und Leon wissen jetzt jedenfalls, wie sie mit Frieda umgehen müssen, damit alle glücklich sind. Viel haben sie schon erreicht. Ein wirklich schöner Erfolg.